Problem ist hier tatsächlich eine ideologische Frage. Also wir haben jetzt einfach gesehen, Joe Biden gibt ein paar Billionen aus oder auch Scholz hat viel Geld in die Hand genommen. Und dann gab es manchmal diese Argumentation, ja, weil wir so sparsam waren in den vergangenen Jahren, können wir uns das jetzt leisten. Das ist ja Unsinn. Also es wurde ja nicht Geld irgendwo hingelegt und das hat man nun genommen und hier... Ja, aber die Schulden wären ja größer sonst. Ja, ja, also es stimmt ja auch, Deutschland hat Schulden eher abgebaut und jetzt wieder stark Schulden zugenommen. Die USA im Übrigen haben sehr, sehr, sehr viel mehr Schulden gemacht. Also ich glaube, die USA sind da mittlerweile auch schon mit 130% ihres Bruttoinlandsprodukts verschuldet. Das ist auf dem Niveau von Italien oder sowas. Neulich hat die irgendeine Ranking-Agentur den amerikanischen Bonitätsgrad heruntergestuft. Also es ist nicht so, als ob es den Leuten nicht aufgefallen sei, dass die USA sich wie bekloppt verschulden. Jetzt werden die Arbeiter... Ja, natürlich, kurzfristig funktioniert das. Das wird aber wahrscheinlich langfristige Folgen haben. Weil die jetzt gerade im Lockdown sind. Sondern ja, welche? Bitte erklär mir welche. Man hat einfach Geld im Prinzip, ich will nicht sagen drucken lassen, weil das ein bisschen komplizierter ist, dieses System, aber man hat mit der EZB ein sehr kompliziertes Konstrukt geschustert, bei dem die Staaten sich verschulden können. Zum Teil hat man jetzt eine europäische gemeinschaftliche Verschuldung, das musste man machen, weil ja Italien... Ich hätte noch einen Vorschlag dazu. Wieso erlauben wir es nicht einfach Privatbürgern, Geld zu drucken? Wieso verkaufen wir nicht auf Amazon? Ja, hätten wir noch mehr, genau. Ja, genau, noch mehr. Je mehr Leute mitmachen, desto lustiger. Besonders ja. Kritisch dastand. Und im Prinzip könnte man es aber vereinfachen. Ein souveräner Staat. Also das muss ich jetzt nicht wirklich erklären. Also ich weiß, die Frage von Schlomo ist ein bisschen scherzhaft, aber wenn der Staat als ideeller Gesamtkapitalist, der für die Gesamtwirtschaft denkt, eben die optimale Haushaltspolitik macht, um für maximales Wachstum zu sorgen, dann ist das was anderes, als wenn man Privatpersonen erlaubt, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und damit Ressourcen für sich selbst zu beanspruchen, dann hat man eben Moral Hazard. Also das hat der Schattenmacher vorhin erklärt, das brauche ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Der eine stabile Wirtschaft hat, der eine gute Politik einigermaßen macht, also nicht zu korrupt ist und so weiter, also kein Operettenstaat. Ja? Also ein Staat wie Deutschland, Frankreich oder USA kann Geld drucken im Prinzip. Also warum die anderen nicht? Also das soll er mir mal erklären. Warum kann jetzt irgendeine Banane... Deutschland und Frankreich können das auch nicht, einfach da sie Teil der Eurozone sind. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel von Wolfgang M. Schmidt. Und ja, der Korruption ist auch kein relevantes Kriterium, dass ein Staat monetär souverän ist. Also ein Staat wie Argentinien kann das nicht unbegrenzt, weil er halt erstmal, weil der Peso auf den Devisenmärkten, weil du damit nichts kaufen kannst beispielsweise. Also deswegen kann ein Staat wie Argentinien das nur sehr begrenzt. Und Argentinien verschuldet sich ja nicht mal im Peso, sondern Argentinien ist sehr hoch in US-Dollar verschuldet. Alleine deswegen ist die monetäre Souveränität Argentinien stark eingeschränkt. Argentinien bekommt nämlich nicht von den Finanzmärkten neue US-Dollar, sondern vom Internationalen Währungsfonds. Und der schreibt Argentinien unter anderem vor, wie es seine Geldpolitik zu gestalten hat. Also es gibt ein Spektrum monetärer Souveränität. Und ein Staat, der eine eigene Währung hat, die aber nirgendwo angenommen wird und in der er nicht mal verschuldet ist, sondern er ist dann in Fremdwährung verschuldet, ja, der ist halt monetär nicht sonderlich souverän. Er kann zwar von dieser eigenen Währung etwas drucken, aber angenommen wird sie ja nur im Inland. Also er kann inländische Ressourcen dadurch mehr auslasten. Das kann er. Und da kann er sich auch weiter verschulden. Also wenn im Inland noch keine Vollbeschäftigung hergestellt ist, und er es anderweitig schafft, die Lohnsteigerung unter Kontrolle zu bringen, zu verhindern, dass es Inflation gibt, dann kann er die Ausgaben im Inland steigern. Aber im Ausland, wenn die Währung auf den Devisenmärkten nicht angenommen wird, kann er eben mit der Währung auch nichts kaufen. Ist relativ einfach zu verstehen. Bananenrepublik, nicht unbegrenzt Geld drucken, aber die USA oder die Deutschland. Viele Bananenrepubliken haben zumal ihre Währungen direkt an den Dollar gebunden oder haben den Dollar als Währung eingeführt oder sonst irgendwelche komischen Experimente. Die haben also gar keine monetäre Souveränität. Die sind einfache Währungsnutzer. Deutschland schon. Also, also, geben die anders dann nicht aus oder falsch aus? Oder ist es dann bei denen führt es zu Inflation, bei uns nicht? Und warum? Oder werden wir möglicherweise damit dann auf die Dauer zu einem Staat, der das eben nicht mehr kann? Es gibt ja. Nicht. Nein, werden wir nicht. Okay, jetzt kommen wir gleich zu China. Dann war da doch ein bisschen mehr Abstand. Dann habe ich doch ein bisschen weiter geguckt, als ich gedacht habe. China wollte ich ja gerade gleich auch nochmal was sagen. Aber jetzt zu all diesen Fragen. Wenn wir mehr Geld ausgeben,
und es keine Vollbeschäftigung herrscht, dann sorgt das Geld erstmal dafür, zu einem Anteil natürlich, dass das Preisniveau steigt, höhere Nachfrage, können die Unternehmen natürlich erstmal ihre Gewinnmargen ausweiten, dann ist fraglich, inwieweit sie die Produktion ausweiten können auf lange Sicht. Je eher sie die Produktion ausweiten können, ohne höhere Löhne zahlen zu müssen, desto weniger nachhaltige Wirkung hat die Ausgabensteigerung auf die Inflation. Und auf der anderen Seite führt das eben zu einer höheren Produktion. Und diese höhere, also wie gesagt, du hast diese zwei Effekte, höhere Produktion und höheres Preisniveau. Und was, wie stark der Fall ist, das sieht man ja dann, wenn man die Ausgaben steigert. Und in der Situation, wo wir 2,5 Millionen Arbeitslose haben, laut schön gerechneten offiziellen Zahlen, in so einer Situation können wir problemlos die Staatsausgaben drastisch steigern. Also Deutschland hat ja sogar auch einen Leistungsbilanzüberschuss in Höhe, der ist in den letzten Jahren so zwischen 4% und 9% ungefähr geschwankt. Oder ich glaube, 2022 ist das mal ziemlich eingebrochen, vielleicht zwischen 3% und 9%. Auf jeden Fall hatten wir in den letzten 15 Jahren deutlich positiven Leistungsbilanzüberschuss. Das heißt, Deutschland könnte ohne Probleme Ausgaben von, ich hatte es gerade gesagt, ist ein bisschen geschwankt, aber sagen wir 6, 7, 8% des Bruttoinlandsproduktes zukünftig an Staatsschulden machen. Und dann hätte es einfach nur eine ausgeglichene Leistungsbilanz. Also wenn wir das Geld, was wir bisher vom Ausland bekommen, wenn wir das Geld dafür nutzen würden, um Produkte aus dem Ausland zu kaufen, dann hätten wir eine ausgeglichene Leistungsbilanz. Unsere Wirtschaft wäre überhaupt nicht mal viel mehr ausgelastet, als sie jetzt ist. Also sowohl die extrem positive Leistungsbilanz als auch die Unterbeschäftigung, die wir haben, sind klare Indikatoren dafür, dass der deutsche Staat seine Ausgaben drastisch steigern könnte. Ein hoher Leistungsbilanzüberschuss ist ein Symptom einer unterausgelasteten Wirtschaft. Beziehungsweise eines zu niedrigen inländischen Konsums. So rum. Eine hoher Leistungsbilanzüberschuss bedeutet, dass du das Einkommen, was du theoretisch zur Verfügung hättest, nicht konsumierst, sondern sparst und das Ausland eben die Produkte beispielsweise aus deiner Industrie abnimmt. Also das ist ein Symptom davon, dass wir eben zu wenig konsumieren. Deutschland tippt deutlich unter seinen Verhältnissen. Also, was hat Zimbabwe falsch gemacht? Ein Limit, es gibt nur... Zimbabwe hat Landwirte enteignet, die wussten erstmal, wie man mit den landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, die sie hatten, Felder, Traktoren umgeht und die diese Produkte dann, nachdem der Staat sie enteignet hatte, zerstört haben. Das heißt, Zimbabwe hat zu einer Zerstörung von relevanten Teilen der Nahrungsmittelproduktion gesorgt und dadurch sind die Lebensmittelpreise explodiert, woraufhin sich eine selbst beschleunigende Inflationsspirale gebildet hat. Die auch angesichts der steigenden Preise wollten die Arbeiter natürlich, dass die Löhne erhöht werden. Dann haben die Unternehmen die Löhne erhöht. Daraufhin sind die Preise nochmal weiter gestiegen und das hat sich dann selbst beschleunigt und dann hatte Zimbabwe Hyperinflation. Das ist in fast jedem Land, wo du eine Hyperinflation siehst, siehst du vorher einen negativen Produktivitätsschock. Also entweder, weil die Rohstoffpreise eingebrochen sind und die Importe, also du dir für deine Exporte von Rohstoffen wesentlich weniger kaufen konntest, wie beispielsweise in Venezuela, oder weil du halt so eine Sondersituation wie in Zimbabwe hattest oder in der Weimarer Republik, da ist das Rheinland von den Franzosen besetzt worden und die Produktion ist eingebrochen. Gleichzeitig wurden die Löhne von der deutschen Reichsregierung weiterbezahlt. Das heißt, du hast einen Einbruch der Produktion, gleichbleibende Nachfrage, marktsteigende Preise. Wenn diese Preise in der nächsten Runde jetzt wieder auf die Löhne umgelegt werden und Löhne und Preise sich gegenseitig treiben, hast du relativ schnell Hyperinflation. Ist auch relativ leicht erklärt. Das kann aber bei jedem Staatsschuldenstand passieren. Also das kann bei einem Staatsschuldenstand von 2% des Bruttoinlandsproduktes passieren. Das kann bei einem Staatsschuldenstand von 200% des Bruttoinlandsproduktes passieren. Der Staatsschuldenstand ist hier nicht die relevante Kennzahl. Das ist der ganze Punkt. Nur das Limit natürlich der Inflation, dass man nicht irgendwas jetzt überhitzt. Wir können jetzt nicht... Überhitzt, aber es gibt ja nicht, also solange das so langsam... Es gibt das Limit der Inflation? Ja genau, aber das ist nur ein Überhitzungslimit, also im Sinne von einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber wenn in 100 Jahren dann das Geld 100 Mal weniger wert ist, kein Problem, es sind ja 100 Jahre.
nicht Helikoptergeld insoweit verteilen, dass jeder ab morgen 10.000 mehr auf dem Konto hat. Das würde wahrscheinlich dann zu einer Inflation führen. Aber wenn wir sehen, was jetzt in den USA passiert ist, dass man da sehr arme Leute direkt eigentlich mit Schecks ausgestattet hat, kann man sehen, es ist möglich. Ja, und das in die Zukunft gedacht, ist doch dasselbe auf einen längeren Zeitraum. Wen interessiert's? Nein, ist es nicht. Dass Schlomo das immer noch nicht versteht. Wenn du mehr Geld, ich erkläre es jetzt, glaube ich, zum vierten langsam, glaube ich, etwas redundant, aber also, dass Schlomo diesen gleichen Punkt immer nicht versteht. Wenn du mehr Geld ausgibst, dann steigt die Produktion und es steigt das Preisniveau. Und wenn die reale Produktion steigt, dann ist das ja erstmal was Gutes. Wenn die Löhne sich erhöhen, und zwar stärker als das Preisniveau, dann ist das doch was Gutes. Also dir kann es doch egal sein, wenn in 100 Jahren dein Lohn nur noch 10% von dem Wert ist, wenn der Geldwert um 90% eingebrochen sind, aber die Löhne im gleichen Zeitraum sich verzwanzigfacht haben, dann hat dein Einkommen sich trotzdem verdoppelt. Ich musste gerade mit den Zahlen etwas überlegen. Also hat sich wahrscheinlich sogar mehr als verdoppelt. Das Wachstum war immer wesentlich höher. Aber sagen wir das jetzt mal ganz vereinfacht. Also wenn die Löhne stärker steigen als die Inflation, du Reallohnzuwächse hast, dann ist eine moderate Inflation erstmal kein Problem. Das Problem ist immer nur eine stark schwankende Inflation. Deswegen sind hohe Inflationsraten auch meistens ein Problem, weil diese Inflationsraten nicht gut planbar sind. Also mit einer Inflationsrate von heute 50%, morgen 10%, dann wieder 100%, wie du es in vielen Schwellenländern hast, da kann kein Unternehmen langfristige Kredite aufnehmen. Da kann niemand irgendwelche langfristigen Zinsen planen, weil die Inflation so stark schwankt. Das ist das Problem an hohen Inflationsraten. Das Problem ist nicht, dass die Löhne gleich bleiben, aber du in der gleichen Zeit eine Inflation hast, denn Ausgabensteigerungen, die haben ja auch einen Einfluss auf die Löhne, nicht nur aufs Preisniveau. Also das ist doch jetzt nicht so schwer zu verstehen. Und wenn die reale Produktion wächst und diese Zuwächse an wirtschaftlicher Produktion dann auch an die Arbeiter weitergegeben werden, dann steigen die Löhne ja. Also dann führen höhere Staatsausgaben auch zu steigenden Reallöhnen. Das ist das Relevante für dich. Das Relevante für dich ist nicht die Inflation. Das Relevante ist deine Lohnsteigerung minus die Inflation, also dein Reallohnzuwachs. Das Relevante ist letztlich die reale Produktion. Nominale Größe, die kann dir auch erst recht auf lange Sicht relativ egal sein.